Ja, bei mir steht Angelika, ehemalige Grüne. Da ist sie eigentlich gar nicht so gut drauf zu sprechen. Jetzt muss ich das Thema aber doch ein bisschen ansprechen, bevor wir zum Wahlkampf in Schleswig-Holstein übergehen. Die Piraten sagen ja immer ganz gerne von sich, wir sind wie die Grünen in der Gründung. Und da sagen die Grünen immer, nee, das stimmt ja gar nicht, wir waren komplett anders. Und jetzt habe ich endlich mal jemanden hier, der kann mir beantworten, inwieweit sind die Piraten wie die Grünen, inwieweit waren die Grünen vorher Piraten, wo gibt es Unterschiede, wo gibt es Gemeinsamkeiten? Also wir Piraten sind wirklich vollkommen anders als die Grünen damals. Die Grünen waren gegen alles, auch gegen sich selber zum Teil, also von Anfang an gespalten, Realos und Fundis. Wir sind offen, wir sind nicht in eine Schublade zu packen. Wir sind nicht gegen alles, sondern wir besetzen alles positiv. Wir wollen Freiheit durchsetzen, den Schutz des Bürgers. Wir wollen den transparenten Staat. Das ist also vollkommen unterschiedlich. Die Grünen sind gegen die anderen Parteien entstanden. Wir sind entstanden, weil wir das etablierte Parteisystem verändern wollen, aufbrechen wollen, damit Menschen wieder das Gefühl haben, dass sie überhaupt in der Politik wahrgenommen werden. Und als letztes vielleicht so ein bisschen historisches Beispiel. Es hat hier ein bundesweiter Parteitag der Grünen vor vielen Jahren stattgefunden, wo Realos und Fundis sich gegenseitig mit Sachen beworfen haben, mit Wasserpistolen bespritzt haben. Das heißt also, es war kurz vor der absoluten Eskalation. Ich habe vor Sorge mit meinem Sohn den Raum verlassen. Das kannst du dir bei uns überhaupt nicht vorstellen, weil hier alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Inwieweit haben die Grünen ihre Ideale verraten? Ich denke da an Ämterrotation, Doppelspitze, Trennung von Amt und Mandat. Wie weit haben die Grünen noch Ideale oder sind sie im Zirkel der Macht angekommen? Die Grünen haben nicht Ideal, sondern ein Ziel. Sie wollen an der Macht beteiligt sein. Und alles andere wird dementsprechend gebogen und verändert, damit es passt. Würdest du denn sagen, dass die Grünen zu ihrer Gründungszeit noch eher piratisch waren, jetzt aber nicht mehr so? Naja, bei uns gab es ein Computerverbot. Insofern bei den Grünen kann man das nicht so ganz gleichsetzen mit uns Piraten. Ich glaube, die Grünen wissen nicht mal, wo unser Name herkommt, also aus dem Englischen. Piracy nee, wirklich. Ich meine, damals waren es Stricknadeln und Sonnenblumen. Und wir sind eine neue Generation, eine neue Partei mit einer neuen Politik. Wenn man die Grünen fragt, wo unterscheidet ihr euch von den Piraten, dann sagen sie häufig in der Geschlechterpolitik, da sind wir wesentlich besser, wir haben mehr Frauen innerhalb der Partei, wir gehen das Thema sensibler und besser an. Würdest du dem zustimmen? Haben die Piraten ein Frauenproblem oder haben die Piraten da ähnlich gute Möglichkeiten und Potenziale wie die Grünen? Ich würde erst mal sagen, die Grünen haben ein Problem mit ihrer Quote. Denn sie machen eine Politik, die erstmal sehr fortschrittlich so für Frauen klingt. Aber wenn wir das in Schleswig-Holstein anguckst oder auch in anderen Bundesländern, bei den Grünen ist ja immer Platz 1 eine Frau, Platz 2 ein Mann und so weiter und so fort. Dann haben sie in Schleswig-Holstein Platz 1 gewählt als Kandidat für den Landtag und Platz 2 ein Mann. Und Platz 2 ist jetzt der Spitzenkandidat. Also von wegen Quotierung gewährleistet die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Und letztlich auch in den anderen Parteien nicht. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir unsere weiblichen Piraten nicht versuchen, in so eine Quotierung reinzuzwingen. Weil das engt auch ein. Ich will als Frau oder als Mann, das ist ja egal, oder wie ich mich einordne, selber entscheiden, wie passt das mit meinem privaten Umfeld, wie passt das mit meiner Familie. Wir wollen ja auch nicht, dass jemand, der zum Beispiel ein Pirat aus der Türkei, der bei uns jetzt lebt und Politik macht, automatisch Migrationspolitik macht. Also der Stempel ist immer gleich drauf. Bist du Migrant, machst du Migrationspolitik. Bist du Frau, machst du Emanzipationspolitik. Und ich habe das schon immer abgelehnt. Ich komme ja ganz früher aus dem Kommunistischen Bund. Und bin da fast wegen Frauenfeindlichkeit ausgeschlossen worden, weil ich keine Lust hatte, diese ganze Kiste mitzumachen. Erstaunlich. Kurz den Faden verloren. Nein. Du warst gut. Ich bin bloß Anfänger. Gehen wir auf den Wahlkampf in Schleswig-Holstein ein. Wo unterscheidet sich der Wahlkampf der Piraten gegen den Wahlkampf, den du früher mit den Grünen gemacht hast? Also was ich ganz fantastisch im Moment erlebe, ist
weil wir ja im Dialog mit den Menschen stehen, ich stehe da nicht mehr als grüne Angelika Beer und guck mir Leute an und denk so, den machst, verklickerst du jetzt, dass sie uns unbedingt wählen müssen, dass sie uns gut finden. Ich habe dann Standardsätze von der Parteispitze, die ich immer wieder runterbeten kann. Und irgendwie ist das die letzten Jahre gar nicht mehr angekommen bei den Leuten. Also es war immer eher ein Wahlkrampf als ein Wahlkampf. Hat auch nicht so viel Spaß gemacht. Und heute ist das vollkommen anders. Und wir kriegen auch neue Ideen durchs Wahlkämpfen, weil viele Leute sagen, ja, guck mal, aber das, was ihr da im Programm habt oder wollt, ich habe das ganz anders wahrgenommen und da müssen wir nochmal diskutieren. Und das ist richtig gut. Und man hat das Gefühl, dass man wirklich, ja, einfach, man steht da erst alleine und wenn du gehst, hast du das Gefühl, dass du gar nicht mehr alleine gehst. Und das ist super. Sehr schön gesagt. Ein Kritikpunkt an dem schleswig-holsteinischen Wahlkampfspot ist ja der Punkt Studiengebühren. Studiengebühren gibt es ja gar nicht in Schleswig-Holstein. Kannst du dazu was sagen? Warum ist das Thema trotzdem ein Thema für euch? Also erstens ist es grundsätzlich eine Grundaussage, die auch die Partei ja mitträgt. Und Bildung heißt für uns, dass die Investitionen in Bildung, dass wir über die Zukunft unserer Gesellschaft reden und wie wir sie uns vorstellen. Und ohne Bildung kann eine Gesellschaft sich nicht weiterentwickeln. Deswegen ist klar, dass wir keine Studiengebühren wollen. Dass wir das jetzt noch vom anderen Programm mit rüber genommen haben, in Schleswig-Holstein brauchen wir es nicht, aber es wird immer wieder eine Diskussion geben, die hat es auch in Schleswig-Holstein schon gegeben. Und alle also etablierten Parteien, die jetzt alle sagen, Bildung, da wollen wir nicht weiter sparen und so weiter und so fort. Ich nehme Gift drauf, dass die Frage der Studiengebühren auch für Schleswig-Holstein wieder auf die Tagesordnung kommt nach der Wahl. Und dann werden wir die sein, die da eine ganz klare Position haben. Wie pleite ist Schleswig-Holstein? Und wie schwierig wird es für die Regierung werden, da vernünftige Bildungspolitik zu machen? Also der HSH-Nordbank-Skandal hat ja auch Schleswig-Holstein hart getroffen. Ja. Wir haben mal, soweit es einen öffentlichen Haushalt gibt, der ist ja auch eingestellt, bisher nur feststellen können, dass er unvollständig ist. Auf der Einnahmenseite fehlen bestimmte Positionen. Als Beispiel ist zum Beispiel das Gästehaus der Landesregierung, ein schmuckes Stück in toller Lage, ist verkauft worden, aber nirgendwo taucht eine Einnahme auf. Wir haben uns an die Landesregierung gewandt und dann hieß es dann also, das sei jetzt schutzwürdig, weil dann müsste man Namen nennen und das könne man nicht machen und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden, wenn wir im Landtag sind, auf der einen Seite genau überprüfen, wo Einnahmen unterschlagen worden sind. Das ist ja Betrug am Steuerzahler, weil wir sagen, alles, was der Steuerzahler an den Staat gibt, muss letztlich an den Steuerzahler auch zurückkommen. Und das andere ist, dass die Fraktionen auf Kosten der Steuerzahler sich selber ein Sparschwein anlegen. Das heißt, die Fraktionsgelder sind so hoch, dass sie nicht ausgeben. Die werden dann zinsgewinnend angelegt. Und am Ende der Legislaturperiode haben die Fraktionen Plus und der Bürger hat Minus. Und insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass wir Möglichkeiten, Spielräume, aber auch durch eine andere Ausstattung von Schulen und so weiter, die Möglichkeit haben, wirklich das zu machen, was wir wollen. Wir wollen, dass Bildung modernisiert und finanziert wird. Darf ich dich fragen, magst du etwas spekulieren über den Wahlausgang? Wenn ich das so richtig beobachtet habe, hat die CDU ja nicht mehr wirklich gute Karten in Schleswig-Holstein. Wird es eine SPD-Regierung werden oder eine Koalition? Magst du da ein bisschen spekulieren? Schleswig-Holstein ist, und das muss man wissen, ein erzkonservatives Land, schon immer. Schleswig-Holstein ist das einzige Bundesland, wo es nicht wirklich eine Entnazifizierung gegeben hat. Das heißt, wir haben in vielen Winkeln unseres wunderschönen Landes Problemregionen. Ob die CDU es jetzt noch schafft, ich glaube, das wäre vermessen, das noch zu beurteilen. Denn Fakt ist auch, dass Schleswig-Holsteiner gern so den familiären Peter Harry, ne? Alle sagen Peter Harry. Aber Peter Harry tritt ja nicht wieder an, oder? Genau. Und Joost de Jager ist es einfach nicht. Und diese entleerte SPD-Kampagne, weil es gibt ja keine Inhalte mehr, sondern nur für unser schönes Schleswig-Holstein. Es könnte aufgrund dieser konservativen Struktur in Schleswig-Holstein verfangen und dazu führen, dass die SPD stärker wird als die CDU. Wäre es möglich, dass die Piratenpartei und der SSW zusammen eine rot-grüne Minderheitsregierung in Schleswig-Holstein tolerieren würden? Ich schätze den SSW sehr. Wir haben auch mit Anke Gespräche geführt im Landtag, als Kubicki uns gerade in die Arme lief. Fand er nicht so witzig. Wir wollen in der Sache Kompromisse suchen.
Wir wollen die wirklichen Probleme in Schleswig-Holstein gerne auch mit anderen Parteien diskutieren, transparent, und sagen, ja, wir wollen Bildung, und wenn es so stimmt, dann wollen wir die Transparenz im Haushalt und die Senkung der Fraktionsgelder zum Beispiel, und dann werden wir sehen, ob wir sachbezogen zusammenarbeiten können. Das liegt aber in erster Linie an den anderen, und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass sie Transparenz ist sowas wie der Teufel das Weib, was er fürchtet. Also ich glaube, es wird für die sehr schwierig, für uns ist es nicht schwierig. Ich glaube, Transparenz ist so ziemlich ein Streitthema für jede andere Partei, außer die Piraten, oder? Weil es heißt ja immer, wenn wir koalieren würden, würden wir transparent die Koalitionsgespräche ins Internet streamen. Und da sagen ja schon mal alle anderen Parteien, nee, dann wollen wir mit euch nicht verhandeln, wir bestehen aufs Hinterzimmer. Würdest du sagen, das ist ein Knackpunkt? Ich stelle mal eine andere Hypothese auf, okay? Ja. Wir schaffen jetzt den Sprung über die 5%. Wir knacken dann das etablierte Parteiensystem mit unserem eigenen neuen Politikstil. Und 5 Jahre später haben die anderen Parteien keine Chance mehr, Koalitionen auszuschlagen, weil sie wissen, ohne Transparenz kriegen sie noch weniger Stimmen als jetzt. Du warst ja lange Zeit auch im Europaparlament. Inwieweit strebst du wieder an, ins Europaparlament zu gehen? Und wo siehst du die Piratenpartei europamäßig? Ich habe eine ganz wichtige Erfahrung im Europaparlament gemacht, dass man nicht gegeneinander kämpft, sondern dass politische Parteien zusammen ein Ziel haben, um es umzusetzen im Kompromiss. Ich glaube, auch deswegen bin ich Pirat geworden, weil wir tun das ja hier im Grunde auch ständig, irgendwie einen gemeinsamen Weg suchen und den auch verteidigen dann gegen andere, die eben keine Demokratie, keine Transparenz wollen. Ich will mit den Piraten in den Landtag in Schleswig-Holstein. Ich will einen Schneeballeffekt, sag ich mal. Wenn wir in Schleswig-Holstein drin sind, schafft es NRW, schafft es Niedersachsen, schafft es Bayern, schaffen wir es im Bundestag, und dann kommt die Europawahl. Und da wird es viele Piraten geben, die ohne Prozenthürde dann auch ins Europaparlament einziehen. Aber ich als Angelika Bär kandidiere für den Landtag, und wenn ich gewählt werde, werde ich auch im Landtag die Aufgaben erfüllen, denn sonst würde ich meine eigene Partei hier verarschen und die Wählerinnen auch. Und das ist unpiratisch. Ja, dich zieht es also nicht 2013 in den Bundestag, wenn die Erfolgswelle anhält? Mich zieht es bis zum 6.5. in den Landtag, und ich hoffe, dass ich mit vom Team bin. Aber den Umfragen entsprechend sieht es doch verdammt gut aus, oder? Ja, man darf nicht vergessen, dass wir ja auch eine vorgezogene Wahl haben, wenn auch länger geplant, weil das vorherige Wahlgesetz verfassungswidrig war. Wir wissen ungefähr, dass wir bei 5% vielleicht 4 Piraten reinbekommen. Alles andere ist nicht vorhersehbar. Sonst darf ich dich noch mal fragen, auf welchem Platz du in der Liste bist? Das weiß ich leider nicht mehr. Platz 6 der Landesliste. Platz 6, also es wird doch spannend für dich. Das wird spannend, und das heißt kämpfen, kämpfen, kämpfen und piratisch die Leute weiter mitzunehmen, weil die Verpflichtung fängt ja eigentlich erst am 6.5. dann an und hört nicht auf. Ja, vielen Dank für das tolle Interview und weiterhin viel Erfolg. Gerne, bis bald. Tschüss. Ich lade euch in den Landtag ein. Piratenpartei. Klar machen zum Ändern. Klar machen zum Ändern. Ach, also.